So, weiter geht's. Mal gucken, was mich ja so erwartet und ob das Alien mir doch nochmal hier den Turbo verhaut. Ich bin halt schon ein Stück weiter. Ich suche zwar immer noch einen Speicherpunkt, aber. Oh, achso, das ist der liebe Synthet. Der ist ganz lieb. Jetzt muss ich immer noch weiter. Nicht durch. Sicherheitsvorschriften erfahren. Nein. Sie tragen einige sehr gefährliche Gegenstände mit sich. Ja, das ist. Ich bin ja auch Ingenieur. Oder so. So. Wie gesagt, immer Pause drücken. Selber durchlesen. Ich werde das nachträglich wahrscheinlich auch nochmal machen. Hört sich ja doof an, aber. Einfach zu risikoreich. Weil das Ding, also der Xenomorph kann dir auch, während du da am gucken bist, direkt den Stachel hinten im Popo haben. Natürlich in den Rücken. Oder in den Kopf. So wie wir sehen. Nein! Karte. Irgendwas komisches. Blut, Blut, Blut. Da steht A, es war falsch. Ich drücke jetzt D. Also merkt euch das. D, nicht A. Vorratsspeicher verschlossen. Okay. Ich geh mal kurz hier rein und dann mal gucken. Ja, Shit wurde gerade unterbrochen. Ich konnte gerade eben kurz nicht. Einen Anruf gekriegt. Tja, und was ist? Ich passe nicht auf und bin gleich gefressen. Boah. Oh Mann. Egal. Ich renne jetzt einfach durch. Und den Kram habe ich angestellt. Die ganzen Sachen habe ich durchgelesen. Ja, dann renne ich jetzt einfach durch und gehe ins Treppenhaus. Geh da oben wieder hoch. Und ja. Da hat auch noch jemand rum. Hab gar nicht gesehen. Los, hau ab. Was ist hier noch? Ich weiß, es ist ein bisschen dumm hier durch die Gegend zu rennen, aber ich mach's. Nur weil ich halt irgendwie dahin muss, wo ich eben aufgegangen bin, weil ich nicht aufgepasst habe, weil ich telefoniert habe. Dann speichere ich mal hier kurz hier ab. Und ich wieder einen anderen Speicherpunkt gesetzt habe. Wenn ich gleich wieder den ganzen Weg wieder zurückrennen muss. So, wie gesagt, ich renne jetzt erstmal nur. Ich muss dahin wieder, wo ich eben war. Sind hier kommt hoffentlich gleich mit. Ich blicke, was ich alles erledigt habe und was nicht. Das muss ja schon erledigt sein. Arschlängen, dann sagt. So, da habe ich ihm auch schon alles durchgelesen.
Vielleicht mal ein bisschen langsamer. Ich habe auch gleich keinen Scheinwerfer-Muni mehr. Da hätte ich mich Mist. Aber es ging halt jetzt gar nicht anders. Mann, Mann, Mann. Achso, hier doch noch was zum Nachladen, sehe ich gerade. So, wie gesagt, ne? Das ist Cheat A, ist es aber nicht. Es ist D. Oh shit. Dreh dich um. Dreh dich um. Oh gut. So, mal gucken. Hier stecke ich jetzt drin. Von da komme ich, glaube ich, ne? Ah, keine Ahnung. Jetzt rennt er hier links und rechts durch die Gegend, ey. Erschrocken, ey. Fuck, ey. Okay, ist ganz normal. Ja gut, also verschwindet wahrscheinlich nicht. So ein Sack. Voll erschrocken. Krabbel dir deine Röhre rein, du. Auf Sau. Komm jetzt, nimm das Scheißzeug da! Mann, du! Ach du Scheiße! Gibt's doch nicht! Dieses Festhängen, ne? Mit dem Menü. Gibt's nicht. Also, das Handling haben sie. Nö. Das Handling haben sie ab und zu ein bisschen dämlich gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist nämlich voll anstrengend. Weil du hier ab und zu gar keine Sachen richtig schnell agieren. Also, kannst du schnell agieren. Wenn du oben drin hängst, hier, dann war's das. So ein Menü oder so, keine Ahnung. Das ist voll ätzend dann. War schon leer. Mann. Ich muss schnell wieder zum Speicherpunkt. Kurz im Speicherpunkt, tut mir leid. Auch wenn es keine gute Idee ist, ich mach's trotzdem. Wie gesagt, muss ich wieder immer alles neu spielen. Wieder hoch, wie das dumme Ding da anstellen, ausstellen, keine Ahnung. Wenn das Abspinnen irgendwas bringt, ey. Lass uns mal gucken, was ich jetzt machen muss. Anlagenkontrolle. Oh. Ist da noch unten? Oh, über Leichensäcke. Ja, ohne die Speicherpunkte wäre man ziemlich aufgeschmissen. Ich habe mir ja nur ein Leben, ne? Apollo.
Alter. Wie oft soll ich denn noch auf den Flammen herumdrücken, ey? Scheiß drauf. Ich sag, ich gucke jetzt erstmal durch die Gegend hier und mal gucken, wo ich hinkomme. Ja, da war ich ja schon drin. Hast du die irgendwie angemacht? Ach, shit, du hast die irgendwie angemacht. Nicht. Okay, jetzt weiß ich, was ich noch vergessen habe. Okay, das habe ich in der vorigen Folge dann doch vergessen gehabt. Naja. Jetzt weiß ich zumindest noch, wo ein bisschen Loot ist. Der alte Sack von Alien. Ja, ist Loot. Das ist natürlich auch bescheuert, dass ich die ganze Zeit durch die Gegend renne. Aber. Egal. Du dummer Sack. Mach die vom Acker. Vor allem der Synthet, der steht einfach rum. Die ist noch gar nicht abgesperrt. Okay, ich dachte, das wäre schon erledigt gewesen, aber ich bin da drauf gegangen. Dann ist hier noch ein bisschen Loot. Die habe ich schon mal aufgemacht gehabt, okay. Habe ich die Zellen schon aufgemacht? Also, eine Folge habe ich schon gemacht, ja. So. Mann, nimm den Kram. Alter, das ist auch, wie gesagt, ab und zu richtig anstrengend. Jetzt nimmt er den, die Ka. Mann. Der steht da bestimmt gleich. Ich glaube, gedackelt. Penner, ne? Gartungszugang verschlossen. Mal weniger an Muni hier. Ah, super, ey. Ich will es am liebsten wieder abspeichern. Ich glaube, das mache ich auch. Ach, scheiße, kann ich gar nicht. Mist, ich kann da gar nicht mehr hin. Ist abgesperrt. Ah. Wo muss ich denn jetzt hin? Ach, hier, das Ding muss ich auch noch. Okay. Wait, können Sie mich mit Ripley verbinden? Das dauert von der Decke. Sie sind bereits verbunden. Ripley, es gibt einen Umgehungsbefehl, mit dem Sie die Notfallabregelung einleiten können. Er ist im Terminal hinter der Rezeption.
Lass den ganzen Blut einsacken hier. Alter, wie ich hier jetzt drauf, ey. Ja, nochmal Pause drücken. Gesperrt. 7789. Lass mich raus aus dem Menü! Ja, ich war in unserem Übertragungsrelais-Archiv und habe einige entschlüsselt. Ich suche nach Crewlogs, die vor einiger Zeit über Sevastopol geleitet wurden. Ich verstehe, dass Sie sich Sorgen machen, aber das ist alles Schnee von gestern. Ich muss nur ein paar Dinge in Erfahrung bringen. Ein Routine-Datenübertragungspaket aus der Rastzone von Tethys, bevor ein Schiff die Heimreise antrat. Nichts weiter Besonderes. Aber es muss ja trotzdem niemand sonst davon Bescheid wissen, oder nicht? Wenn Sie den Mund aufmachen, wird das Konsequenzen haben. Ich meine, es gibt vieles, das Marie nicht weiß, oder? Lassen Sie sie entschlüsseln und geben Sie mir Bescheid, wenn es erledigt ist. Es muss nicht eskalieren. Steht immer noch und sagt nix, ey. Hallo. Jetzt die Frage, wohin hat er mich versteckt? Und wo ist der nächste Speicherpunkt? Hab ich doch gerade. Ricardo, Server hat Rezeption verschlossen. Gute Arbeit. Gehen Sie zur Serverfarm durch. Leise. Und der Speicherpunkt ist jetzt Mist. Synthet. Sind die eigentlich alle lieb? Versteht's mir nicht. Wir behalten Details im Auge, sodass nichts an ihnen vorbeizieht. Ah, Flamme für Muni. Verdammt! Warte mal. Nächste Termin. Rote Augen bei den Syntheten ist wahrscheinlich böse. Den wir gesehen in den Rauch hier. Also ich erkunde gerade alles. Ja, hier ist A, das ist richtig. Nicht, dass die Syntheten mir nicht helfen, ne? Das Ding einzufangen, wenn man das muss haben. Muss voller Aufbau drauf haben. Okay, ist nur eine Abkürzung sozusagen. Fluchtweg. Ich brauche immer noch einen Speicherpunkt. Kannst du mir mal helfen, Junge? Ich brauche einen Speicherpunkt, verdammt! Hier ist nirgendwo einer. Des Konzerns müsste sich mal besuchen beim nicht gelegenen Dünkel melden.
Das ist genau über mir. Wie kann ich Ihnen helfen? Ja, wie wohl? Schütz mich, du Hampel. Mann. Oh, Speicherpunkt. Richtig gut. So, da ist hier ein Speicherpunkt ist nach einer gewissen Zeit. Werde ich mal eben auch hier wieder die Folge beenden. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns gleich wieder. Und ich hoffe mal, ich schaffe es gleich im Serverraum. Bleibt dran, danke fürs Zuschauen.